Mark Forrester war ein Combat Controller in Afghanistan, der beim Versuch, seine Kameraden zu bergen, starb. Zusammen mit Spezialkräften griff er eine Taliban-Hochburg an, wobei sie unter heftigen Beschuss gerieten. Mark bekämpfte die gegnerischen Stellungen, aber da das Feuer immer stärker wurde, mussten sie zu einem Gebäudekomplex ausweichen. Hierbei geriet das Team ins Visier eines Heckenschützen, welcher einen der Soldaten tötete. Nur durch Marks präzise gelenkten Luftangriffe konnte der Heckenschütze bekämpft werden und der Rest des Teams erreichte sicher den Compound. Mark schloss sich nun den Hauptkräften an, welche die feindlichen Stellungen flankieren wollten. Als dabei ein weiterer Soldat tödlich getroffen wurde, stellte sich Mark freiwillig in die Schusslinie, bekämpfte den Schützen und organisierte die Bergung des Gefallenen. Anschließend führte er seine Kameraden weiter an, bis bei einem Feuerkampf der Medic des Teams zu Boden ging. Erneut versuchte Mark, sich zu seinem Kameraden fortzukämpfen, wurde dabei aber selbst getroffen. Beide Soldaten erlagen ihren Wunden. Eine Bruderschaft, die niemand anders versteht.